Im Rathaus Voitsberg ist heute die Ausstellung von Diplom-Ingenieur Fritz Kläuber. Fritz Kläuber ist nicht nur in Voitsberg, im Bezirk, sondern auch über die Grenzen hinaus bekannt. Seine Arbeitsweise ist vom Realistischen bis zum Abstrakten. Es sind Jugendwerke von ihm ausgestellt und auch Spätwerke. Auch wir von BKTV besuchen die Vernissage und führen sie durch die Galerie. Ich habe ihn ja nie Ausstellung gemacht und es ist so, dass ich diese Bilder alle zurückborgen musste von Leuten, die sie schon weggetragen haben bei mir, weil ich normal nichts verkaufe, sondern alles verschenke. Ne? Es gelingt ihm, Ansichten zu verfremden und dennoch erkenntlich zu lassen. Diese Frühwerke habe ich als 18-Jähriger noch angefertigt, als ich in Krottendorf wohnte. Und das sind eben Ausblicke damals von da, wie in Krottendorf halt gemalt mit Öl und noch beeinflusst irgendwo von Van Gogh, der immer mein Vorbild und mein Liebling war. Nicht? Die ältesten Malereien, die noch aufzutreiben waren, die hat meine Mutter aufgehoben, weil ich habe gar keine mehr. Nicht? Kläuber verbindet, möchte ich fast sagen. Und zwar begeistert er junge und ältere Menschen und er hat eine ganz besondere Art des Zeichnens, das wissen wir. Es ist so, dass ich zum Beispiel hier die Bilder, die hier vorne hängen, die letzten, ne, die, ich male die nicht an Ort und Stelle, sondern ich fahre da 3-4 Mal hin, schaue mir das an und dann mache ich zu Hause wieder ein bisschen was, dann geht es halt mehr weiter und dann fange ich wieder von vorne an und bis es halt dann zum Ende und dann rinnt das Ganze und dann geht es und es ist fertig. Ne. Fritz Kläuber ist ja von mir ein Berufskollege. Naja, wir gehören der gleichen Innung an, sage ich mal. Den Ziviltechnikern, Fritz Kläuber ist Architekt, der Künstler. Und ja, es ist für mich eine besondere Ehre. Außerdem wohnt er nicht weit weg von meinem Büro. Lenkt er unsere Aufmerksamkeit in seinen Bildern auch auf oft unscheinbare Bereiche unserer Region? Naja, es ist so, dass ich ja studiert habe Architektur und als Architekt war natürlich immer das Arbeiten mit der geraden Linie, mit Rechtecken, Quadraten und Kreisen eine Vorgabe, die man immer gemacht hat und die ist natürlich irgendwo im Hinterkopf verborgen geblieben und die tritt halt heute wieder in Erscheinung mit den modernen Bildern, die ich halt da hier versuche zu zeichnen, ne, sagen wir so. Und sein Bezug Kunst und Architektur hat ganz einen eigenen oder entwickelt einen ganz eigenen Charakter im Bild. Stimmt ja alles in der Proportion. Nein, Herr Blomstein, tut es jetzt nicht. Jetzt lassen Sie mich mal rein. Weil Herr Blomstein hat natürlich immer was sagen. Ich habe ein Lieblingsbild von ihm. Und zwar, das hat er mir selber auch gemalt. Das ist eine Ansicht von Pieber. Und da ist eine solche Lebendigkeit und eine Fröhlichkeit in den Farben drinnen und eine so eine Liebe zum Detail und trotzdem eine so Großzügigkeit. Und das imponiert mich auch, mir auch. Und das ist ja, eigentlich mein Lieblingsbild. Es ist oft so, dass ich diese abstrakten Sachen male und zugleich Zeichnungen mache, so wie jetzt für ein Buch, die ganzen Karikaturen, die ich dann, das ist eine Arbeit, die parallel läuft natürlich. Ne? Ich mache ihm das als Geschenk, er weiß nichts davon. Ich habe eine ganz große Freude, weil er ist ein ganz großer Künstler. Er hat auch mein Haus vor 32 Jahren geplant und deshalb spiele ich ihn für ihn heute Bilder in Ausstellung. Sie stellen hier eine Unmenge von Zeichnungen aus. Wie viele sind es ungefähr? Ja, hier schenken sich also 69 genau und der Rest, der noch steht, ist vom Fischer eine Tür, eine Glastür und Werke, die die Gemeinde selbst hat, die stehen auf den Staffeleien drüben noch. Also es dürfte ungefähr 75, 76 Zeichnungen mal also Bilder sein. Der Diplom-Ingenieur Kläuber hat ja auch unser Logo entwickelt, also wir sind Kläuber orientiert. Natürlich haben wir auch einiges an Werken. Naja, er sagt ja, er macht sie und nur der Aufwand, der ihm so ein bisschen entsteht, der ist abzugelten. Naja, diese Öltechnik, wie ich es da hier verwendet habe vor Jahren, die verwende ich jetzt nicht mehr, weil ich nur eine kleine Wohnung habe und da stinkt mir das für das Terpentin, muss ich ehrlich sagen. Während ich heute eben mit Tempera, Gouache arbeite, nicht? Und mit Aquarell. Und viel natürlich auch mit Zeichnungen, wie man da hier sieht, aus der, die natürlich im Bleistift gemacht werden, aus der Südsteiermark oder aus Graz. Nicht? Aber das Bild ist ja für mich viel mehr wert, wenn ich sehe, also die 5 Städte im Bezirk Voitsberg auf einer Seite drauf, ist wunderbar. Ja, dann mache ich gerne, wenn Sie sagen, Sie wollen, also nicht erst den Hauptplatz Voitsberg oder ein abstraktes Bild, nicht? Dann mache ich das gerne. Genießen Sie also jetzt einen Streifzug durch ein Künstlerleben.
finde es einmalig. Allein von der Perspektive und vom Malstil her ist es unglaublich faszinierend. Man merkt das Genie wirklich außer. Zum Beispiel diese abstrakten Bilder sind alle gemacht nach meinen Weihnachtskarten. Und da mache ich zu Weihnachten immer ja, 60, 70. Und dann suche ich mir halt die raus, die mir halt besonders gut gefallen. Und die male ich auch dann größer. Nicht? Ich sage es anderen Leuten, die auch sagen, das hätte ich gern groß. Nicht? Weil die Weihnachtsbilder sind nur 5x5 cm groß. Nicht? Dieser Streifzug durch ein Künstlerleben war wirklich hochinteressant. Diese Ausstellung sollten Sie besuchen.